Blitzhobby und ich werden euch alberne Schlümpfe aufhalten. Macht das bereit für den unglaublichen Zorn des großartigen Gargamel. Ah. Let's smurf. I'm pretty unforgettable. Perfect form, right? Ow! Just need a bit more practice. I'm pretty unforgettable. Woohoo! I plan on the back. Whoa! I'm the best for the job. Woohoo! Aber denkt daran, ihr habt den mächtigen Gargamel nicht zum letzten Mal gesehen. I just got stronger. I am getting better at this. Die Schlümpfe eilten zu Schlumpfines Rettung. Während der Kampf tobte, stolperte Gargamel in den Schlumpfextrakteur und beschädigte ihn. Während er hektisch versuchte, ihn zu reparieren, befreiten die Schlümpfe Schlumpfine. Aber Gargamel hatte ja noch seine Lümmel, die er herbeirief, um die Schlümpfe aufzuhalten. Aber Zicki und Howie zögerten. Sie hatten Schlumpfine in ihr Herz geschlossen. Die Lümmel erinnerten sich, dass Schlumpfine ihnen die Macht der Liebe gezeigt hatte, als sie Gargamel anflehte, sie zu füttern, als er es verweigerte. Zicki und Howie schlossen sich den Schlümpfen an und ließen Gargamel in den Schlumpfextrakteur fallen. Dieser explodierte, schleuderte ihn hoch in die Luft und ließ Funken niederregnen, genau wie bei einem Feuerwerk. Obwohl es eine lange und beschwerliche Mission war, Schlumpfine vor Gargamel und Azrael zu retten, waren die Schlümpfe wieder glücklich vereint und erinnerten sich gegenseitig daran, dass Familie immer füreinander da ist, egal wie schwierig es sein mag. Mit Tränen in den Augen dankte Schlumpfine Papa und all den Schlümpfen für ihre Rettung. Als die Gruppe versammelt war, öffnete Papa Schlumpf das letzte Portal, um nach Schlumpfhausen zurückzukehren. Aber bevor sie gingen, bemerkte Papa Schlumpf, dass Zicki und Howie ebenfalls weinten. Und als Howie schniefte, Howie und nicht, wusste Papa, dass die Lümmel im Herzen echte Schlümpfe waren. Genau wie Schlumpfine, obwohl sie von Gargamel erschaffen worden waren. Und jetzt waren sie so blau geworden, wie jeder andere Schlumpf auch. Schlumpfine erklärte den Schlümpfen, wie alles abgelaufen war. Gargamel hat einen Zaubertrank auf die Lümmel angewandt, die gleiche geheime Zauberformel, die Schlumpfine selbst vor vielen Jahren verwandelt hatte. Er hatte den Plan, auch die Lümmel in Schlümpfe zu verwandeln, um ihnen dann auch ihre Essenz zu entziehen. Aber dieser Plan, so wie alle anderen auch, war von den Schlümpfen vereitelt worden. Zicki und Howie waren mit von der Partie, als die Schlümpfe in das Portal sprangen, um nach Hause zurückzukehren. Zurück in Schlumpfhausen konnte endlich Schlumpfines Geburtstagsfeier beginnen.
Alle Schlümpfe, einschließlich Zicky und Howie, versammelten sich um ihren Schlumpfbärenkuchen, um zu feiern. Während die Schlümpfe tanzten und sangen, verblasste all der Ärger mit Gargamel immer mehr. Das Leben der Schlümpfe hatte wieder seinen gewohnten Gang angenommen. Das heißt, natürlich nur bis zu ihrem nächsten Abenteuer. Thank you.
Thank you.